Heute versuche ich was zu kochen mit Hilfe von Bioethanol. Dazu habe ich mir mit dem Schweizer Armeemesser mit der Lochahle so zwei Reihen Löcher einfach in so eine vegetarische Aufstrichdose gemacht. Jetzt fülle ich das Döschen so weit ab, dass gerade ein paar Tropfen durch die untere Lochreihe raus überfließen, quasi rüber in den Rand der unteren Dose, damit ich quasi besser vorheizen kann. So, jetzt wird der äußere Rand feucht. Das ist gut, dann kann ich hier jetzt vorheizen. Dadurch, dass ich auch auf dem äußeren Rand vorheize, kann ich sehr schnell den Topf aufsetzen, ohne dass die Flammen sofort ausgehen. Ich versuche es mal noch von anderen. Die Flammen sieht man natürlich nicht so gut, aber es gibt darunter Flammen. So, was gibt's heute? Bei jeder Kartoffelernte, wie man das sieht, gibt es immer ganz viele kleine Kartoffeln. Und ich liebe diese kleinen Kartoffeln, so mit Öl angemacht. Jetzt gucken wir mal, Deckel drauf. Ich habe noch ein bisschen Wasser. Es ist jetzt 13.22 Uhr. Flammen werden etwas größer und das Feuchte im Außenrand von der unteren Dose ist jetzt fast aufgezehrt, sodass mein Spirituskocher quasi hier jetzt selbst brennt. So. Es dauert keine 5 Minuten, da ist das Thermostat im günstigen Bereich und man hört drin schon etwas kochen. Ich habe ein Glas Wasser ungefähr und mit diesem einen Glas Wasser möchte ich jetzt die Kartoffeln quasi vorkochen. So eine Viertelstunde vorkochen, dann ist das Wasser eigentlich verkocht und dann füge ich das Öl hinzu, die edelsüße Paprika, da kommen wir gleich zu. Nach nur 5 Minuten kocht es hier ganz kräftig. Und ich lasse das Wasser quasi verkochen. Wir sind fast beim zweiten roten Strich. Zwischen schon 10 Minuten, das Wasser fängt an wegzukochen. Sehr stark. Wir haben das Thermostat beim zweiten grünen Balken erreicht. Das ist eigentlich Brattemperatur. Aber so ein Kocher lässt sich nun mal nicht so gut regulieren. Fazit, die nächste Dose wartet schon mit kleineren Löchern. Nach 22 Minuten werden die Flammen kleiner und das Wasser ist verkocht. Aber der Topf wird noch heiß genug sein, dass ich jetzt die anderen Zutaten hinzugeben kann. Edelsüße Paprika, Zwiebeln, etwas. Natürlich kommt hier wieder
ein Salzgefäß von Volker von Brandentrecking zum Einsatz. So, das riecht schon richtig gut. Jetzt wird das Ganze hier noch gebraten, bis alles goldbraun ist. Und dann müsste eigentlich der Spiritus schon verbraucht sein. Denn ich hatte, nachdem die Flammen ausgegangen sind, komplett ausgegangen waren, nochmal halb voll nachgefüllt. Und wer es mag, dann kommt jetzt noch ein bisschen Majoran oder Thymian dazu. Ein bisschen Knoblauch, Soße, irgendwas Scharfes. Wird das richtig mit Pfiff. So ein Teelöffel sollte genügen. Das enthält diese Gewürzsoße enthält auch Kreuzkümmel und Knoblauch und irgendwelche andere Sachen. Gibt eine richtig leckere Sache. So, mal schön umrühren. So, ich schalte die Kamera ab, damit ich den Topf mit zwei Händen halten. 40 Minuten ist alles fertig. Guten Appetit!